Hallo Krausi, schön, dass du bei uns bist, denn jetzt nach dem einen spielfreien Wochenende wird es Zeit, auf den nächsten Gegner und von Spiel zu schauen. Aber sag uns doch erstmal, wie sind jetzt die letzten zwei Trainingswochen gelaufen, wo jetzt am Wochenende auch mal kein Spiel stattgefunden hat? Ja, die beiden Trainingswochen oder speziell die Trainingswoche vor dem freien Wochenende haben wir sehr, sehr intensiv genutzt. Die Trainingseinheiten waren hart. Da natürlich am Wochenende kein Spiel war, hat der Trainer das natürlich auch genutzt, um nochmal ein paar Reize zu setzen, die ihm auch gelungen sind. Und dass wir halt auch zum Saisonendspurt dann auch fit sind. Aus den letzten vier Spielen habt ihr 4 Punkte geholt. Das ist eigentlich für einen Aufsteiger und angesichts der Gegner mit Darmstadt als Tabellenführer zum Beispiel sicherlich trotzdem kein schlechter Schnitt. Aber man hat stellenweise das Gefühl, dass das Umfeld, der ein oder andere Fan, mehr erwartet hat, vielleicht auch ihr selbst. Woran glaubst du, liegt das? Vielleicht an dieser 40-Punkte-Marke, die schwebt ja so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über euch. Ja, die Erwartungshaltung war natürlich auch gerade nach der Hinrunde sehr, sehr hoch an uns. Ich glaube, dass wir absolut im Soll sind. Wir haben jetzt die 39 Punkte. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Hürde ist, die 40-Punkte-Marke, die nicht zu erreichen ist, wo wir jetzt dran ein bisschen hängen. Wir wollen jetzt am Wochenende gegen Heidenheim natürlich über die 40 Punkte rüber. Du hast es schon gesagt, gefühlt startet jetzt auch schon der Saisonendspurt. 9 Spiele sind es noch insgesamt, die anstehen. Heidenheim als Tabellenzweiter, die jetzt kommen. 2 Wochen später ein Knallerspiel hier wieder gegen den HSV. Dazwischen noch Braunschweig. Die Gegner, die werden auch nicht mit Sicherheit nicht leichter. Wie sieht eure Marschroute für diese 9 Spiele aus? Ja, in jedem Spiel Vollgas geben, dass wir noch so viele Punkte wie möglich holen. Wir werden alles in die Waagschale werfen. Wir wollen noch mehr Punkte holen. Wir wollen uns auch spielerisch weiterentwickeln, uns als Team weiterentwickeln und daran gilt es zu arbeiten. Entwicklung ist ein gutes Stichwort. Wenn man jetzt auf den nächsten Gegner guckt, der 1. FC Heidenheim ist dein Ex-Club. Die haben eine sehr gute Entwicklung, glaube ich, genommen in den letzten Jahren oder zumindest auch seit sie in der zweiten Liga angekommen sind. Wie bewertest du das dann? Ich glaube, in Heidenheim muss man den Bogen ein bisschen weiterspannen. Ich müsste jetzt lügen, der Trainer Frank Schmidt ist jetzt schon seit 15 Jahren dort Trainer. Da ist eine stetige Entwicklung, die immer bergauf geht. Dort wird sehr, sehr ruhig gearbeitet. Man kann in Ruhe trainieren, in Ruhe Spiele gestalten. Also die machen eine sehr, sehr gute Arbeit dort. Und mittlerweile ist für mich Heidenheim einer der Top-Vereine in der zweiten Liga. Nicht nur was die Außendarstellung angeht, sondern auch wie intern gearbeitet wird. Und was macht die denn so besonders stark? Worauf müsst ihr am Samstagabend hier auf dem Betze aufpassen? Ja, es kommt eine kampfstarke, körperbetonte Mannschaft auf uns zu, die schon seit Jahren sehr, sehr aggressiv spielt, die nach Standards natürlich gefährlich sind, aber auch aus dem Spiel heraus haben sie den ein oder anderen Spieler dabei, der ein Unterschiedsspieler ist und darauf gilt es zu achten. Und jetzt habt ihr ja das erste Mal dieses Samstagabend-Topspiel der zweiten Liga als Heimspiel hier auf dem Betze. Was ist denn das zum einen vielleicht für eine Anerkennung auch für die Saison, die ihr bisher halt eben spielt und so der Bonus gegen so eine Top-Mannschaft? Ja, es freut einen natürlich immer, Samstagabend hier daheim auf dem Betze zu spielen. Wir hatten natürlich immer jetzt das Vergnügen, auswärts samstags zu spielen, aber wir freuen uns natürlich. Wir hoffen natürlich, dass wieder so viele Fans wie möglich hier hoch auf dem Betze kommen und dann wollen wir alles raushauen. Ja, an den 40.000 kratzen wir. Das wird auf jeden Fall eine tolle Atmosphäre. Hoffentlich mit einem positiven Ausgang. Krausi, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg gegen Heidenheim. Danke.